Ein Hallo, liebe Leute, und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Portal 2 Bastelstunde hier im Hammer Editor mit mir, dem Paranoia. In diesem heutigen Abschnitt wollen wir uns noch einmal das vorletzte Video-Tutorial uns etwas näher mit begutachten, wo es quasi darum ging, wir befinden uns hier in einem Kinosaal und wollen letzten Endes mal hier ein Video mal mit abspielen. Für diejenigen, die unter anderem dieses Video gerne noch mit sehen möchten, diese können jetzt rechts oben auf das eingeblendete Video mal klicken und sich diesen Spaß mal mit reinziehen. Wir wollen das Ganze heute mal ein bisschen intensivieren, indem wir im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir hier regulär einen Button, ein Math Counter und ein Logic Case mit am Start haben, so dass es natürlich heißt, drücke den Button, erhöhe somit den numerischen Wert des Math Counters, übermittle diese an den Logic Case und dieser wiederum sagt natürlich dann, starte mal ein zu ladendes Video und repräsentiere das dann hier an dieser Bildfläche, dass wir dies jetzt so intensivieren, dass wir jetzt sagen, wir haben eine reguläre DVD, diese können wir irgendwo mal mit aufsammeln und diese wollen wir dann stilvoll in einen DVD-Player mal mit reinlegen. Für diese Zwecke haben wir auch schon unsere jeweiligen Modelle hier schon mal mit am Start. Wir haben hier zwei Videodiscs. Wir werden auch gleich dazu kommen, warum wir hier explizit zwei Videodiscs mit am Start haben, plus zwei Block-Entities, gefolgt von den Klassen-Entities, nämlich ein Logic-Auto und ein Logic-Relay. Plus, zum reinen optischen Spaß, haben wir auch hier einen Disk-Player von Typ Prop-Static, weil wir diesen jetzt hier lediglich nur ein statisches Objekt mit betrachten wollen. Und damit es auch ein bisschen schöner aussieht, haben wir hier zweimal einen identischen Tisch, der ebenfalls hier von Prop-Static mit repräsentiert ist, so dass es dann im fertigen Spielverlauf dann lediglich nur mit heißt, wir haben hier einen DVD-Player, dieser befindet sich auf dem Tisch, irgendwo befindet sich eine Disk, lege diese mit hinein, spiele ein Video mit ab. Wir legen auch schon mal an dieser Stelle gleich mal mit los. Und zwar gehen wir mal hier auf unserer ersten Disk hier mal mit hinein. Wir werden auch explizit gleich mit erfahren, warum wir hier ausgerechnet zwei Disks mit am Start haben, aber immer eins nach dem anderen. Das allererste, was wir sehen, ist diese jeweilige Disk hier, die von der Klasse her Prop Physics mit ist. Warum ausgerechnet Prop Physics? Nun, das hängt damit zusammen, in unserem World Model für die Laserdisc, wenn wir uns diese mal mit anschauen, sehen wir hier unsere reguläre Disc schlechthin. Diese besitzt doch hier überraschenderweise sogar ein Collision Modeling, sodass wir quasi damit in der Lage sind, dieses jeweilige Objekt mit aufzuheben. Das kann mit irgendwelchen anderen Objekten kollidieren, um somit zu verhindern, dass dies irgendwie mit hindurchflutscht, was auch immer. Und ganz besonders ist natürlich hier der Reiter Info. Denn dieser gibt uns lediglich nur Folgendes mit, es handelt sich hierbei um ein physikalisches Objekt. Weder Dynamic noch Static ist überhaupt hier mit gültig und deswegen müssen wir dann in diesem Fall hier ein Prop Physics als Klassenname mit verwenden. Ansonsten hat diese bei den anderen Reitern weder einen anderen Skin noch irgendwelche Aktivitäten oder irgendwelche Sequenzen. Das brauchen wir auch an dieser Stelle mal überhaupt nicht. Wir können alternativ statt ein Prop Physics können wir auch, wenn man es halt eben gerne möchte, hier ein Prop Physics Override mit verwenden. Dies kann natürlich dann dafür verwendet werden, wenn wir beispielsweise ein beliebiges physikalisches Objekt mit haben oder beziehungsweise auch ein beliebiges anderes dynamisches Objekt mit haben, was wir dem dann noch mit irgendwelchen physikalischen Eigenschaften noch mit füttern wollen, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Viel interessanter ist natürlich dann jetzt hier unsere zweite Disk. Denn diese zweite Disk soll natürlich dann symbolisch gesehen dafür sorgen, dass diese dann lediglich nur in den Player mit einfährt und das wäre dann somit schon alles. Deswegen ist diese zweite Disk, deswegen kommen wir auch hier an dieser Stelle zu dem Vermerk, dass wir hier ein Override mit verwenden müssen, zu dem Vermerk schlechthin. Allerdings nehmen wir hierfür kein Prop Physics Override, sondern wir wollen dies als Prop Dynamic Override mit verwenden. Das Ganze hat natürlich auch noch folgende Begründungen, zu denen wir allerdings gleich mit stoßen werden. Zum einen hat hier Prop Dynamic Override die Eigenschaften, dass wir den zum Beispiel noch mit einstellen können, dass dies hier keine Schatten mitwirft und dass wir hier noch diverse andere Einstellungen mit vornehmen können, die uns gerade so mit belieben sind. Ansonsten sei hier gleich mit zu erwähnen, dieser besitzt hier keine Ausgaben, dieser hat auch so gesehen vom Modeling bietet er uns nicht gerade viel. Es sind keine Flags gesetzt und Visc Group ist hier standardmäßig bei diesem Vermerk. Das heißt, hier wurde jetzt in keiner irgendeiner Art und Weise irgendetwas mit verändert. Dasselbe gilt, wenn wir das hier bei unserem Prop Physics anschauen, genauso. Das heißt, auch dieser hat keine Ausgaben. Selbstverständlich hat dieser Eingaben, genauso wie unsere zweite Disk.
Vom Modeling her, von den Flags ist jetzt hier der Standard mitgesetzt und Viscgroup brauchen wir an dieser Stelle jetzt nicht weiter mit zu begutachten. Viel interessanter ist natürlich, wie können diese beiden jetzt hier miteinander mit harmonieren? Nun, zunächst schauen wir uns erst einmal unsere beiden Block Entities mit an. Wir haben hier zum einen ein Trigger Once. Wir wollen logischerweise dafür sorgen, dass wir diese Aktivität nur exakt ein einziges Mal mit ausführen. Deswegen verwenden wir hierfür ein Trigger Once. Man kann auch hier ein Trigger Multiple mit verwenden oder auch einen beliebigen anderen Trigger, aber das spielt jetzt mal in erster Linie keine großartige Rolle. Selbstverständlicherweise kann man auch hier noch mit Kooperation von Filtersystemen noch mit einstellen, welche Arten von Objekten wir jetzt hier für mit verwenden wollen. Dazu könnt ihr euch jetzt ebenfalls rechts oben auf das eingeblendete Video zu den Filtersystemen mal einen Blick drauf mit wagen. Das ist auf jeden Fall mit empfehlenswert, wenn ihr gerne mal mit wissen wollt, wie man etwas regulär noch mit filtern kann. Dieser Trigger Once wiederum bietet uns hier drei Ausgaben, und zwar jeweils hier von dem Vermerk On Start Touch. Das bedeutet dann logischerweise, sobald wir diesen Trigger mit berühren, soll irgendetwas mit geschehen. Und zwar haben wir Folgendes. Wir haben hier unsere Unused Disk. Das ist natürlich dann jene hier. Dieses soll dann hier mit dem Vermerk Turn On überhaupt sichtbar gemacht werden. Das ist zumindest dann schon mal der Vermerk, dass wir hierfür auch ein Prop Dynamic Override mit verwenden, damit wir dann auch dieses jeweilige Objekt dann auch auf der Bildfläche hier sichtbar mitmachen. Gleichzeitig geht natürlich auch unsere aktuelle Videodisk, also jede hier, soll natürlich dann vom Spielverlauf her verschwinden. Das geschieht natürlich durch den Vermerk Kill. Last but not least haben wir noch nach 0,3 Sekunden noch einen dritten Befehl, der hier lediglich nur sagt, wir greifen auf ein Target namens Door Disk mit zu und dies soll sich hier öffnen. Dieser Door Disk wiederum ist quasi nichts weiteres als hier unser Funk Door. Und dieser Funk Door wiederum bietet natürlich dann diese jeweilige Aktivität, dass wir somit in der Lage sein wollen, diese jeweilige Disk langsam in den DVD-Player mit einfahren zu lassen und dann, wenn die dann drin ist, dann soll quasi etwas mit abgespielt werden. So sehen wir jetzt auch hier in unserer Funk Door. Diese hat hier zwei gesetzte Eigenschaften, die hier eindeutig mit hervorstoßen. Zum einen die Geschwindigkeit. Diese haben wir jetzt mal hier bei einem Wert von 8 mal mitgesetzt, damit wir auch eine langsame Bewegung mit haben. Und zusätzlich gibt es noch den Vermerk Delay before Reset. Wobei es natürlich auch sowohl hier bei der Property Name als auch hier bei der Hilfe auch definitiv mitsteht. Wenn wir hier den Vermerk auf minus 1 mitsetzen, dann wird diese Tür sich nicht autonom wieder schließen. Ansonsten wird diese nach 3 oder 4 Sekunden autonom wieder ausgefahren werden, beziehungsweise in dem Fall würde dann die Disk autonom dann wieder mit rauskommen. Das ist jetzt aber in erster Linie mal weniger von Bedeutung. Viel wichtiger ist natürlich auch jetzt noch Folgendes. Damit dann lediglich unsere Prop Dynamic Override auch von Beginn an mit unserer Funk Door hier kooperiert, muss natürlich für unsere Disk, die wir natürlich hier mit dem Vermerk Unused Disk mit vermerkt haben, dass dies als Parent den Door Disk mit hat. Damit natürlich dann diese beiden Sachen dann auch hier wunderbar mit harmonieren können. Zusätzlich geht es natürlich auch in unseren Trigger Ones. Wir haben natürlich jetzt hier als Flags jetzt nur die physikalischen Objekte jetzt mit drin. Das heißt, wenn wir jetzt noch weitere beliebige andere physikalische Objekte jetzt mit drin haben wollten, wie zum Beispiel einen Würfel oder irgendwelche anderen physikalischen Objekte, die dann aber nicht durch den Trigger Ones mit getriggert werden sollten, dann wäre natürlich dann hier in diesem Fall der Aufwand von Filtersystemen durchaus mit empfehlenswert. Nebensächlich. Jetzt kommen wir noch zu dem nächsten Schritt, dass wir hier unser Logic Auto und unser Logic Relay jetzt mal näher mit betrachten. Unser Logic Auto sorgt lediglich nur dafür, dass unsere unbenutzte Disk von Beginn an erst einmal unsichtbar ist. Das geschieht natürlich durch den Kommando Turn Off. Das heißt, diese ist doch von Beginn an natürlich mit existent, aber so für den Spieler ist es jetzt erst einmal noch absolut unsichtbar. Das soll natürlich nur dafür dienlich sein, irgendwann, wenn wir unsere Disk mit haben, legen wir diese mit ein und dann wird die Abspielsequenz hier durchaus mit zu sehen sein. Weiterhin haben wir natürlich noch hier unser Logic Relay. Dieser Logic Relay wird genau dann gefeuert, wenn wir hier in unsere Door Disk hier nochmal mit hineingehen und uns folgende Befehle uns mit anschauen, und zwar on fully open. Das bedeutet natürlich, sobald diese Tür in Anführungsstrichen vollständig geöffnet wurde, dann soll natürlich dann unser Logic Relay an dieser Stelle mit getriggert werden.
Wir werden auch an dieser Stelle mit sehen, dass wir hier lediglich, wie bereits erwähnt, unsere Tür hier nur als simplen Block nur mit am Start haben. Das bedeutet dann im Endeffekt, wenn wir uns das mal hier in der Vergrößerung mit anschauen, wir befinden uns hier in diesem unteren Bereich an der Position 0,0 so gesehen. Hier oben wiederum befindet sich dann so gesehen unser Maximumbereich. Und das bedeutet dann im Endeffekt jetzt nichts weiteres für das einfache Verständnisreichtum. Wenn unsere Tür vollständig geöffnet wurde, dann bedeutet es, man nehme die Höhe des jeweiligen Türbereiches. In dem Fall ist das hier 24 Pixel, sodass es natürlich damit bedeutet, sobald die Tür sich 24 Pixel dann in dem Fall hier nach oben bewegt hat, ist diese Tür dann somit dann komplett geöffnet. Dabei geht es natürlich auch noch Folgendes mit zu beachten, und zwar, dass auch hier die Richtungsangabe definitiv mit stimmt. Das heißt, man muss dann hier bei der Move Direction jetzt in diesem Fall dafür sorgen, dass diese hier nach oben ausgerichtet ist, sprich einen Winkel von 90 mit hat. Es kommt natürlich auch jetzt darauf an, wie hier die Ausrichtung der jeweiligen Map von Beginn an mit ist. Das heißt, man muss dann hier in diesem Fall dann die Richtung einfach noch mit anpassen, sollte diese dann irgendwo anders sich mit hin bewegen. Kommen wir jetzt noch last but not least an unser Logic Relay. Dieses Logic Relay soll natürlich dann dafür sorgen, spiele mir doch mal das jeweilige Video mal mit ab. Das ist relativ simpel, es hat ja lediglich zwei Befehle, und zwar einmal unser Target 1111, was ja lediglich hier unsere regulären Lampen mit sind. Diese sollen hier für eine bessere Ambient einfach mal mit ausgeschaltet werden, und dann haben wir noch nach einer Sekunde noch unser Move 03, was natürlich dann dafür dienlich sein soll, dass wir dann damit hier ein Video mit abspielen. Dieses Move 03 ist hier nochmal zur kleinen Erinnerung ein VGUI Movie Display und erlaubt uns natürlich, dass wir dann hier ein Video damit abspielen können, was dann auch hier bei den jeweiligen Werten mitgesetzt wurde. Wie bereits erwähnt, wenn man unter Umständen auch jetzt diese jeweiligen Befehle sich nochmal explizit genauer anschauen vermag, diese können natürlich dann zu Beginn des Videos rechts oben eingeblendet mal auf jenes mal mitklicken. Wir wollen jetzt noch final gesehen dafür sorgen, dass wir unsere jeweiligen Entities jetzt noch besser positionieren. Das heißt, wir nehmen hier unsere beiden Block-Entities und wollen diese jetzt logischerweise noch so mit hinbewegen, dass diese dann hier in unsere DVD-Player mit drin sind. Und wir können das Ganze jetzt noch so mit ausrichten, dass wir einfach mit sagen, wir haben jetzt hier unser Block-Entity, was dann ungefähr bei jener Position mit ist, sodass dies gerade so noch im DVD-Kasten noch mit drin ist, und wenn dies sich dann so gesehen öffnet, dann würde es dann hier nach hinten mit hinausgehen. Da es sich aber hierbei von der Farbe her um ein unsichtbares Objekt mit sich handelt, in dem Fall ist das hier welche Farbe, ein Invisible Block, würde das natürlich dann auch im späteren Spielverlauf mal absolut nicht sichtbar mit zu sehen sein. Natürlich wollen wir auch noch dafür sorgen, dass hier unsere unbenutzte Disk dann auch hier an dessen jeweiliger Startposition mal hiermit beginnt. Das heißt, wir legen diese einfach mal in jene Richtung mal mit aus, sodass wir natürlich mit sagen, wir müssten dann letzten Endes unsere eigene Disk dann lediglich nur hier mit hinbewegen. Diese eigene Disk, die verschwindet dann, und diese unbenutzte Disk, so gesehen, die wird dann hiermit sichtbar gemacht. Diese wird damit reingelegt und dann wäre somit auch hier der Drops gelutscht. Schauen wir uns jetzt das fertige Spielerlebnis mal etwas näher an. Gut, jetzt sind wir natürlich hier in unserem Kinobereich, und jetzt wollen wir noch dafür sorgen, dass wir jetzt hier mal unsere Videodisk hier mal mit abspielen können. Wir sehen auch hier, in diesem Bereich befindet sich auch jetzt hier unsere nicht sichtbare Videodisk, und wir sehen natürlich auch weiterhin, wir haben jetzt so gesehen, zur kleinen Erinnerung, jetzt noch hier unser Trigger Once. Das bedeutet, wir sollen auch somit jetzt dies hier nicht irgendwie mit auslösen. Das ist ja auch eindeutig mit vorgesehen. Sondern wir haben natürlich jetzt hier unsere Prop Physics mit am Start. Sodass wir jetzt auch mit sagen können, diese würde sich natürlich dann an den jeweiligen physikalischen Eigenschaften sich mit richten, und fertig. Jetzt wollen wir diese lediglich nur noch in den Player noch mit einlegen. Das sieht natürlich dann so aus. Unsere jeweilige Physics hier verschwindet. Die jeweilige Disk wird hiermit abgespielt. Und last but not least sehen wir dann noch hier ein jeweiliges Video, was dann hiermit abgespielt wird. Darüber hinaus gilt, es befindet sich auch eine weitere kooperative Map im Aufbau, die natürlich dann ja noch ein bisschen schwieriger wird. Also schwieriger im Sinne von,
Man muss schon ein bisschen sehr um die Ecke bedenken, das sei schon mal an dieser Stelle gleich mal mitgesagt. Aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis dann diese jeweilige Map mit am Start sein wird. Und ansonsten sei natürlich noch mitgesagt, ihr könnt auch gerne euch mal die anderen kooperativen Maps auf meinen Steam-Workshop euch mal gerne mal mit reinziehen. Ist auf jeden Fall mit empfehlenswert. Von Anfänger über Erfahrene bis einschließlich zu einigen professionellen zu erwartenden Maps erwarten euch natürlich dort, allerdings hier ohne Bunnyhop oder sonstiges, sondern lediglich um die reine Logik. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst mal ein Däumchen zur Bewertung mit nach oben da. Wenn ihr dazu Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare und dann sehen wir uns somit bei dem nächsten Teil uns wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.